Willkommen zurück, ihr Steckdosenbefruchter, was geht? Ich bin euer Rico, wie immer, back. Und wir haben letztes Mal hier aufgeräumt bei Prince of Persia. Es kam leider nicht so gut an und ich weiß auch wieso, weil ich so sexy war und habe die Quali leider ein bisschen verkackt, aber das macht gar nichts. Ich werde diesen Part, die Quali, richtig geil machen, dass sie so richtig erotische Bildchen kommt von mir. Und was muss ich machen? Wo muss ich hin? Kriege ich irgendeinen Hinweis? Ach stimmt, wir spielen Prince of Persia. Es gibt keine Hinweise. Dann löse ich das so. Hier komme ich nicht durch. Da ist Sand. Da ist es durchgehauen. Und schon ist hier eigentlich nichts. Ja. Ah! Ich habe gefunden. Ich bin Genius. Genius is back! Hier kann ich raufgehen. Cool. Das ist irgendwie sexy. Aber auf New York Abbey! Au. Und ich tu mir immer weh, Mann. So unsexy, Mann. Okay, das bringt gar nichts. Das finde ich sehr erotisch. Krieg ich Wasser? Wartet. Lady! Ich liebe sie! Wartet doch! Halt. Ich tue euch nichts! Lady, ich will sie poppen. Ich tue euch nichts. Ich will nur Sex. Ich schwör. Ich schwör. Pinguin Sex ist toll. Ich meine, wir sind flutschig. Wir können echt lange und wir sind voll schnell beim Aufstehen. Ich bin voll. 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 Ich weiß nicht. Irgendwas bin ich. Auf jeden Fall irgendwas Volles. Yippie! Das war sexy. Die Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Hallo, du bist Licht? Mit L! Hatschikaha! Power of all! Hallo! Hallo! Ich bin's, dein liebes Prinz! Willst du mich die Eier krauen? Ist hier jemand? Da kann ich rauf. Ups! Aber ich muss drehen und dann muss ich irgendwie... Rechtsklick. Ah ja, okay. Und... Hoppa! 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 Hui! Und Epsa und nach oben. Das ging doch richtig sexy. So, wir sind jetzt hier und wir müssen darüber. Jawohl, darüber. Nein, 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 nein. Nicht Wandspringen. Du laufst gefährlich darüber. Okay, jetzt kommt's voll sexy. Pass auf. Yeah! Wow. Das war sexy. Gib zu. Das war sexy. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Es ist sexy. Yes, es ist sexy. Bitches. Ah, der Dolch hat neue Kräfte bekommen. Das ist sehr sexy. Cool. Wieso laufst du denn weg? Ich will mit dir ein Porno drehen. Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom gebogen? Ah, ich kann zurückdrehen. Stimmt, habe ich vergessen. Der Dolch, der zeigt gerade Zeit zurückdrehen. Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. So sexy wie ich bin ich jetzt hier runtergegangen, weil ich da irgendwie so ein sexy Gefühl habe, dass ich dranhauen muss. Nein, das war natürlich falsch. Aber ich werde ja schon. Okay, wie komme ich jetzt wieder drauf? Oh nein, ich habe verloren. Ich glaube, ich bin Genius. Aha! Nein! Das war sexy. Das schaffe ich nochmal. Genius! 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 Das ist sexy, Mann. Das ist Sparta! Okay, ich mache mal Wandlauf. Jawohl! Halt! Stopp! Hier darfst du nicht abspielen. Du sollst darüber gehen, nicht die drehen. Ich drück D und der dreht sich. Was bist denn du für ein Lappen? Spring gefälligst darüber, Mann. Halt, stopp.
Genius muss einmal rüberklettern. Und Jepsa! Jawoll, ja, und was trinken ist immer gut für die Seele. Heilige Musik. Und ich brauche mehr, weil ich so eine geile Song bin. Hallo? Hallo, ich wollte Sex mit ihm. Der Dolch leuchtet, das heißt, hier ist was. Ich weiß es genau, hier ist irgendwo was. Es will sich nur nicht zeigen, weil ich ein Pinguin bin. Ich bin ein Pinguin, ich bin ein Pinguin, ich bin ein Pinguin, Pinguin, Pinguin. La 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 la. Sexy Bad. Da ist ein Porno-Dancer unten, ich hab ihn gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Oder sexy, oder? Wow, geile Scheiße, Mann. Check it. Check the sound, Mann. Check the sound. Gibt es. Sexy, ich weiß. Und jetzt kann ich hier einmal runter, runter, runter. Hello, my friend. Wie war das nochmal? 360, Mann. 360, 360. Und du gehörst mir. Und jetzt kommt der 360 nochmal. Jawoll, ja. Und jetzt komm her. Wow. Und du gehörst mir mit einer schönen Drehung im Slip. Oh ja, ich habe Slips an, ja, richtig, ja. Und so sexy wie ich bin, werde ich jetzt einmal hier 360 über den drüber machen. Und dann schnapp ich mir den hier drüben. Oh ja, du gehörst mir. Und dann nehme ich mir den hier mit einer schönen Rolle. Oh ja, ihr seid so sexy, Leute. Ihr seid so sexy. Oh, du auch. Komm her. Mm. Rico will euch alle in ihn spüren. Ich merkte schnell, dass der Dolch die Zeit anhalten konnte, wenn ich genug Zeit gesammelt hatte. Wow, ach, wer will denn Zeit anhalten? Aber für meine Feinde. Ach, wer will denn Zeit anhalten? Ich mach 360 und fix ihn morgen. Aber könnte ich nächstes Mal brauchen. Der Tipp ist nicht schlecht. Das Zeitanhalten ist echt nützlich manchmal. Für Rätsellösung. Muss ich mir merken. Natürlich. Natürlich. Hui. Natürlich springst du durch. Der Dolch leuchtet. Hier muss was sexy sein. Irgendwas richtig sexy. Ah, hier ist was sexy. Chaka, wow. Okay. Halt. Stopp. Müssen einmal rauf. Ah, ich kapier schon. Ich kapier schon. Ja, ja, genau. Ich bin so sexy, ich weiß. Komme ich da überhaupt drauf? Müsste klappen. Hui! Jawoll! Hallo? Hallo? Ah! Ein Safe Point? Unheimliche Gefühle. Sie lauern im Sand. Okay, ich spreche mir. Das ist unmenschlich! Ich glaube, der Junge hat ein paar Drogen zu viel genommen. Ich meine, solche Visionen, solche Stimmen sind normalerweise nicht gut, also ich würde ihnen empfehlen, ein paar Drogen gut weniger runterzudrehen. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Weil, ja, seht ihr, sonst passiert das, Kopfschmerz, man steht auf und denkt sich, what the fuck, was war das? Ich bin doch gerade erst voll hier aufgetaucht. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Tja, wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Tja. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Tja. Drogen mache einen Nackt. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Ach, ich bin voll. Cool. Tja, mein Junge. Ich sag nur weniger Drogen. Sonst siehst du nur Hallos. Und Hallos sind nicht gut, Mann. Hallos sind nicht gut. Ich will die Sicht drehen. Oh, Genius. Ja, ich habe die Macht. Okay, das war sexy. Ah, hier war diese Tusse. Ich verstehe. Eigentlich verstehe ich nicht, aber ich verstehe. Ach so. Okay, ich gehe jetzt drüber, aber ich würde einmal gern die Sicht drehen. Wieso darf ich nicht die Sicht? Das ist eine Stange. Nur was bringt die? Und die ist viel zu weit weg. Also lass ich es lieber bleiben. Dann würde ich sagen, hoppa! Wie so ein Zirkusaffe. Ich gehe erstmal runter.
Wow! Jumpstyle Mann. Wow! Chill, Kumpel. Ganz cool, ganz cool. So, wo sind wir? Darf ich das erfahren? Sexy! Licht! Oh! Einfach voll in den Boden reinstecken und dann kriegt man Ständer, ey. Sowas ist geil. Sowas ist definitiv sexy. Ich meine, man steckt einen Dolch in den Boden und kriegt einen Ständer. Hier kann man runter. Ich will hier runter. Ich will hier immer runter. Hallo! Hallo! Jemand zu Hause? Ich bin's, Timmy! Timmy ist zu Hause. Timmy? Oh, ich bin den richtigen Weg gelaufen. Hä? Was soll das? Gib mir den Dolch. What? Oh. Oh. Wer seid ihr? Der gewaltige. Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Ich will dich nehmen. Ich bin unmenschlich. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Sexy. Käfer! Lauf! Geht zurück in die Eingangshalle und wartet dort. Los! Bösen Käfer, ich werde das vernachten. What's up? What's up, man? What's up? What's up? Aua, Kumpel, chill. Aha. Nimm diesen Schritt, Oh yeah! Sexy Posen. Rick is back. Nun und ein mega Wasserbrunnen, klar. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei? Verzeiht, wir waren drei. Weißt du, er denkt nur an Sex. In Wirklichkeit denkt er nur an Sex. Und warum? Weil ich sexy bin. Und warum muss ich zu dem Schrank? Der ist hässlich. Ich gehe lieber da lang. Weil ich kann. Hui! Hui! Okay, da kann man nicht rauf. Hello, sexy Sand, ich muss dir ein Dildo reinstecken. Grrr, Vibration Man. Das war sexy. Langsam geht's richtig ab hier. Wow, sexy. Der Jump war richtig sexy. Ich werde dich damit. Ich bin wieder draußen. Cool. Aber nicht für lange. Man spielt selten irgendwie draußen. In den anderen Parts ist viel cooler. What the fuck? Alter, ihr hässlichen Dinger, was macht ihr mit der fetten Sanduhr? Ich verstand nicht die Bedeutung dessen, was ich sah. Alter, die Sanduhr ist viel größer als ihr. Mit Sicherheit hatten diese Kreaturen einen Meister. Jetzt voll gegen die Wand, komm. Der Mann, der mich dazu brachte, die Sanduhr zu öffnen, hatte seinen Willen. Und aus irgendeinem unbekannten Grund begehrte er den Dolch. Und würde nichts unversucht lassen, ihn zu besitzen. Gangster-Shit. Nun, ich wollte ihm geben, was er begehrte. Und den Dolch in seinem verräterischen Herz versenken. Das klingt so sexy, wenn er das sagt. Oder nicht? Also mal ganz im Ernst, das klingt voll sexy. Okay, was ist die Rätsellösung? Ich glaube, man muss hier dran. Jawohl, ja. Halt, nicht drehen, springen. Drehen? Nein! Du sollst drehen! Okay, man muss W drücken. Ja, genau. Und drehen. Halt, was ist das? Warum ist hier so ein Stein? Way. Ist das zum Failen? Oder warum ist hier so ein verkackter Stein? Ach halt, nein, man kann hier nicht mehr weiter. Man muss von hier genau zum Schatten und dann so. Ja, ich hab schon gewählt, Oh yeah, sexy Käfer, komm her. Ah, du willst es auch,
sexy Posen. Ah, India Musik. Entschuldigung, ich war gerade voll besessen von der Musik. Sexy. Der Dildo hat wieder funktioniert. Er hat wieder alles eingesaugt. Wisst ihr, das ist so ein Dildo, der extrem saugstark ist. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr selber sowas habt. Liebe Frauen, ihr habt sowas bestimmt. Ich meine, so einen saugstarken Dildo, wer hat sowas nicht? Jawoll, hier, ein saugstarkbarer Dildo. Halt, ich wollte gar nicht stechen. Hörst du auf zu stechen, du Fuchtler, du kleiner Steckdosenbefruchter. Steckdosenbefruchter. Hallo, was haben wir denn da? Wow, Gubbe, übertreib nicht, Junge, übertreib nicht. Du sollst nur da... Nein! Ich will bitte nochmal zurück. Ich bin volles heilige Licht gefallen. Heiliges Licht. Okay, spekulieren wir das nochmal. Wir können vielleicht hier... Nein, das ergibt keinen Sinn. Wie weit ist denn der weg? Das müsste eigentlich gehen. Klar, natürlich jetzt. Klar, ich bin Rico. Logisch, ich meine. Wieso nicht? Ich meine, klar, ich bin Rico. Ich habe hellseherische Kräfte. Du bist ein Lappen, Mann. Du sollst da nicht runter. Soll er darüber? Schön an den Pfosten hängen. Ich meine, der Pfosten ist der Freund. Und der Dildo. Oh, er ist so saugstark. Okay, wo müssen wir hin? Da hinten ist der Ausgang. Wir sind also schon fast da. Finde ich irgendwie sexy. Und ich glaube, wir müssen hier drauf. Yep. Sieht ganz danach aus. Und alle hoppa. Und alle... Halt, wir müssen hier rauf, da können wir nicht mehr hin. Das könnte sonst in die Hose gehen. Hier haben wir einen Spalt. Das heißt, wir müssen uns hier runterhängen und einmal hier rüber. Haha, ich bin ein Cheez. Und da kann man hier schön runter. Ohne Probleme. Hey du Käfer, willst du aufs Maul? Komm her. Ich geb dich. Ich geb dich. Ich bin Arakabdala. Buh. Rico der Pingu. In der sexy Posen. Bald wird es noch viel sexier, weil ich habe gesehen, dass er bald die Kleidung verliert und dann ist für die Ladies viel Haut zu sehen. Aha, ihr werdet es nie glaubt mehr. Nein, 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 tu's nicht! Er ist manchmal schon so ein Genius, weil ich drück eigentlich ganz die andere Taste und er macht einen Scheiß draus, Mann. Ah, sexy Posen für zwei Käfer. Ist so ganz normale indische Musik. Sexy, sexy, Leute. Ich muss doch bestimmt hier irgendwo... Da kann man rauf. Ah! Aha. 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 Okay. Ja, genau. Whee! Jetzt bin ich unten. Yeah, sexy Lady, komm her, Mann. Halt, das ist wirklich eine sexy Lady. Halt, halt, die sind geil. Die kann ich nicht töten, Mann. Die sind geil. Warte, warte. Okay, die haben keine Augen. Ich tue es, Ladies, ich töte euch. Ich werde euch töten, ich muss es tun. Für meine Deutsch. Hier ist 360, Mann. 360, komm ich. Jawohl, von der Seite, Mann. Wow, Mann, wow, hier, erstmal du, dann du, nein, er steht schon auf, nein, du bleibst liegen, Mann. Wow, Mann, 360, hier, und hier, du Sandhuchler, du kleine Dachse. Dolch der Zeit. Ja, wow. Um zu verstehen, warum der Visier in komm, nimm das. wo sind meine sexy Posen? Wieso krieg ich keine sexy Posen? Ah, noch nicht vorbei. Ah, ich verstehe. Ihr wollt noch mehr? Na komm her, Lady. Lass uns die Tänzchen wagen. Jawoll, yeah. Kleine Bitch. Au, 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 au. Wow, du kannst... Hey, ich hab grad voll kassiert von der Lady, Mann.
Ey, diese sexy Ladies hab's drauf, ich geb's zu. Puh, Ninja, Ninja! Puh, Ninja, Ninja, Ninja! 360! 360! 360! 360! 360! Wow, wow! Mann, die sterben so nicht! Ich muss 360 machen! Halt! Stirbt man. Jawohl, erledigt. Alter, hör auf mich anzuhitten, wenn ich gerade Full 360 mache. The next one. You. No, no, no. Oh, oh. Das war nicht gut. Ich bin gerade verreckt. Ich will meine Leben wieder. Ich kann das nämlich deffen. Okay. Okay, gut. Cool. Alles gut. Wow, 360! Oh yeah, 360 bringt's am meisten. Bringt's am meisten. Mann, geh mir aus dem Weg! Ich muss zur Tusse da! Mit der Armbewegung. Okay, ich mach jetzt voll sexy Salto dahinter, Mann. Yeah, yeah. Yeah. Einmal trinken, bitte. Ey, lass mich trinken, Mann! Mann, dann bin ich unten. Okay. Neuer Versuch. Wow, das war ein Ausweichmanöver der Spitzenklasse. Und hier komme ich. 360, Mann. Daneben. Na toll, weil ihr alle im Weg stehen, Mann. Verpisst euch jetzt. Es reicht. Es reicht endgültig. Es reicht. Ich werde euch unmenschlicherweise vernichten! Ciao! Wahoo. Du willst noch mehr? Hier! Nimm, du Stück! Ah. Diese sexy Pose habe ich mir verdient. Ah. Und jetzt erstmal was trinken. Und nochmal. Und da geht noch ein dritter, komm! Mann, der Junge hat vielleicht Durst, ey. Man kann sie nicht verhüllen, er ist ja so sexy. Sexy Lady, got the flu. Und ich muss leider cutten. Wird schon wieder Zeit zu cutten. Yippie, 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 und yeah, dildo time. Ah, er hat alles aufgesaugt. Neue Sandbehälter erzeugt. Aha, der Dildo hat also eine mächtige Kraft erzeugt, die voll die Dildo-Mega-Kraft erzeugt. Na egal. Safe Point! Oh, jetzt kommen die Hammer-Drogen! Die Drogen müssen geil sein, die muss ich mir holen. Die verschreibt bestimmt jeder Arzt, müsst ihr euch merken, Kinder. Geht zum Arzt, fragt, ob ihr PST kriegt, was es nicht gibt, also fragt nicht. Und nimmt die Hammerdrogen. Wir speichern und wir machen nächstes Mal hier weiter. Ja, speichern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Okay, du bist der Chef. Also, ihr habt es gehört, erster Chef. Wir sind bis zum nächsten Let's Play for Breath of Persia. Bis zum nächsten Mal, Steckdose befruchter. Haut rein! Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sagte 10.000. Perfekt.